Liebe Followerinnen und Follower aus Frankfurt, aus dem Harz, aus Magdeburg, aus Halle, aus Wittenberg. Ich sende meinen letzten Gruß hier vor der Europawahl aus dem Europaparlament. Die letzte Sitzungswoche ist tatsächlich bis zur letzten Minute mit den politischen Inhalten gefüllt, zu denen wir stehen. Wir werden heute den Europäischen Verteidigungsfonds von den deutschen Sozialdemokraten ablehnen. Hier sollen 13 Milliarden Euro tatsächlich gegeben werden für Rüstungsindustrie, wo aber nicht konsequent zu Ende gedacht wurde. Beispielsweise die Produkte, die daraus entstehen, unterliegen keiner Rüstungsexportkontrolle, die einheitlich geregelt ist. Das wollen wir. Wir wollen nicht, dass ein europäisches Land liefert und die anderen nicht. Das muss verändert werden. Wir brauchen Effizienz. Wir geben Milliarden aus, aber hier gibt es keine Effizienzkontrolle oder keine Notwendigkeit, wenn die Länder daraufhin die Gelder beantragen. Weil das nicht passiert, werden wir gegen diese 13 Milliarden sein. Wir wollen eine europäische Sicherheits- und Verteidigungsarchitektur, eine gemeinsame Rüstungsproduktion. Aber die muss europäisch sein, nach gemeinsamen Standards der Rüstungsexporte, aber auch nach einer Effizienz, sodass wir tatsächlich die Rüstungsindustrie zusammenlegen. Dafür wird die Europa-SPD heute klares Zeichen setzen. Wir wollen eine konsequente Rüstungsexportkontrolle für ganz Europa. Gleichzeitig habe ich hier in meiner letzten Rede als Außenpolitiker zum Thema Israel gesprochen. Wir haben uns noch mal eindeutig festgelegt, dass wir für eine Zwei-Staaten-Lösung sind, für ein freies Palästina, aber auch ein sicheres Israel. Das kann nicht passieren, wenn die Golanhöhen anerkannt werden oder wenn die Botschaften der Länder von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt werden, wie es die USA getan hat. Hier muss Europa zusammenstehen und hier muss internationales Recht gelten. Das war meine Botschaft in meiner letzten Rede. Und nun sind wir auch in Vorbereitung hier aus Straßburg. Nach Ostern geht es direkt los mit dem Wahlkampf. Begleiten Sie mich, besuchen Sie mich bei meinen Veranstaltungen. 100 Termine in 4 Wochen durch Sachsen-Anhalt. Ich werde auf Bauernhöfen sein, ich werde in Seniorenheim sein, bei Schulen, ich werde in Unternehmen sein, auf Marktplätzen. Es wird viele Gesprächsrunden zu Europa geben. Schauen Sie auf meine Webseite, kontaktieren Sie mich über die sozialen Medien. Seien Sie mit dabei und sprechen Sie mit Ihren Nachbarn, mit Ihren Freunden in der Familie jetzt auch schon zu Ostern, dass wir proeuropäisch wählen müssen. Wählen Sie die Sozialdemokratie. Wir stehen für Rechtsstaatlichkeit. Wir stehen für ein gemeinsames Europa, für soziale Rechte. Wir stehen für das Europa, wo wir endlich die Mindestlöhne nicht nur in Deutschland, sondern in jedem europäischen Land brauchen. Bei uns würde das 12 Euro bedeuten, wenn wir die Maßstäbe ansetzen, wie wir sie haben wollen. Und dementsprechend wollen wir dieses starke Europa, dieses soziale Europa. Und dafür brauchen wir Sie. Dafür brauche ich euch und Sie auch in den Stimmen für die SPD. Und dementsprechend schöne Osterzeit und danach eine gute gemeinsame Wahlkampfzeit und dann hoffentlich ein gutes Europaparlament mit starken Stimmenanteilen für die Sozialdemokratie. Alles Gute hier aus Straßburg. Tschüss.